Wir sind immer noch auf dem CMT in Stuttgart und ich bin hier gerade bei der Firma Camping Butler. Bei mir steht der Hannes von Camping Butler. Und Camping Butler ist eine Maschine, die automatisch die Toilettenkassetten reinigt. Die habt ihr vielleicht schon öfter mal auf Campingplätzen gesehen. Die Campingplätze können die Maschine kaufen und können dann das für ihre Kunden anbieten. Teilweise gegen eine kleine Gebühr, teilweise aber auch kostenlos, sagt der Hannes. Es gibt auch welche, die bieten das kostenlos schon an. Das finde ich natürlich super. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus, wie wir die Maschine bedient. Und wir schauen uns dann an der Seite an, die Maschine ist seitlich offen. Wie reinigt denn die Maschine überhaupt? Das ist vielleicht für viele auch interessant. Und deshalb bleibt dran, es geht jetzt los. Ja, wir stehen jetzt vor der Maschine. Unten ist der Schacht zum Kassette reinmachen. Aber vorher muss man natürlich das Display bedienen. Er hat auch hier einen Münzeinwurfschacht, wenn es Geld kostet. Das gibt es also auch mit Bankautomat, wo man also mit Karte bezahlen könnte. Das ist halt die Frage, was der Campingplatz entsprechend für ein Modell ordert. Und jetzt berühren wir einfach mal den Bildschirm. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal übrigens. Dann machen wir mal erstmal Hilfe. Dann zeige ich einfach mal, was da kommt. Genau, also im Angebot sind alle üblichen Toilettenkassetten, meistens von der Firma Tedford, die man hier reinigen kann. Und wenn man hier auf Weiter geht, kriegt man auch genau beschrieben, wie das funktioniert. Aber es lässt sich ja bedienen letztendlich wie ein normales Smartphone. Also wer ein Smartphone bedienen kann, ihr seht, das sind große Kacheln, ist das eigentlich kein Problem. Wir gehen jetzt mal auf Start. Ihr seht, die Reinigung hier ist jetzt für die Messe auf 0 Euro gesetzt. Ansonsten müsste man jetzt hier natürlich Geld einwerfen, keine Frage. Und jetzt gehen wir, ich kann auch einen Sanitärzusatz wählen, den kann ich mir gleich reinmachen lassen. Der kostet natürlich extra Geld, brauche ich aber nicht. Wir machen das jetzt ohne. Ich habe hier auch die Tabletten, die ich danach reinmache. Also ich bräuchte wirklich keinen Zusatz, aber das wäre hier eine Option. Dann machen wir ohne weiter. Und dann macht er mir unten das Schacht auf. Und da schiebe ich dann die Kassette rein. Und schiebt die einfach nur rein, bis hinten an die Wand. Ihr seht das hier ganz gut. Und die Maschine erkennt automatisch, welche Kassette eingelegt ist. Und jetzt gehe ich hier oben hin, da zeigt ihr mir das nochmal drauf. Und ich gehe jetzt hier auf Start. Dann schließt er die Klappe. Und wir schauen uns jetzt den ganzen Prozess mal hier seitlich an. Das ist nämlich sehr interessant. Sogar mit Licht, das ist für mich, für Kameraleute immer gut. Ihr seht's. Wir schauen uns das einfach mal zusammen an. So, die zwei Dorne schieben jetzt den Deckel auf. Und dann gibt es hier noch den internen Deckel. Der wird aufgedreht hinten. Ihr seht das hier, der dreht dann rum. Dann macht er nochmal eine Kontrolle. Ob der Deckel auf ist, hat er gemacht. Er kann rein. Über diesen Schlauch hier wird natürlich dann der Dreck aus der Kassette entleert. Und mit Hochdruck wird mit Wasser gereinigt wahrscheinlich dann. Ne? Damit auch innen drin aller Schmutz weg ist. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Genau, jetzt entleert er es. Er dreht die Kassette. Stülpt sie quasi einmal um. Und da wird jetzt natürlich dann die Brühe rauslaufen. Natürlich ist die Kassette leer hier auf der Messe. Das versteht sich ja von selbst, ne? Und den ganzen Prozess macht er dreimal hintereinander, bis auch alles raus ist, hast du. Ne? Genau. Also das Entleeren macht er wirklich dreimal hintereinander, damit auch alles wirklich raus ist, damit die Kassette danach wirklich sauber ist. Und die Maschine braucht dafür ungefähr 4 Minuten. 4 Minuten. Genau. Und es gibt aber schon eine neuere Maschine, ein neueres Modell. Das schafft es in der Hälfte der Zeit. Ne? Genau, also es ist auch wichtig zu wissen, es gibt neuere Modelle. Klar, da kommt sich darauf an, was hat der Campingplatz jetzt für ein Modell gerade da stehen. Keine Frage. Ihr seht auch, diese Griffarme halten die Kassette. Ist schon mal sehr interessant zu sehen, ehrlich gesagt. So, jetzt ist ein Prozess abgeschlossen. Und jetzt lasse ich es für euch mal als Zeitraffer laufen, weil sonst ist es zu lange natürlich. Ich mache mal Zeitraffer, dann seht ihr mal, wie es noch das zweite und dritte Mal entleert wird. Und am Ende ist er dann damit fertig. So, hier, wir gehen mal zurück auf den Bildschirm. Hier seht ihr immer, also ihr steht ja normalerweise vorne dran, das seitlich seht ihr ja nicht. Und er zeigt euch immer an, was er hier macht. Und ihr seht auch hier neben den Fortschritt, wann sie also fertig ist, die Kassette. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen.
So, und jetzt kommt der Moment, wo er dann die Kassette wieder verschließt. Ihr seht es hier gerade. Der Deckel wird auch wieder zugeschoben. Dann wird nochmal außen gereinigt, das ist auch wichtig, guter Hinweis. Also die Maschine wird mit Spritzdüsen hier an den Seiten auch außen gereinigt, damit die Kassette auch außen sauber ist. Das ist ein schöner Service. Ne, ihr seht die Düsen hier vorne. Macht ihr natürlich jetzt alles nicht, weil ohne Wasser hier auf der Messe, klar. Kurze Kontrolle und dann gehen die Backen auf. Und jetzt geht die Kassette hier auf, ihr seht es ganz gut. Und dann kann ich die Kassette wieder rausholen, genau. Und er zeigt mir hier vorne wieder den Startbildschirm an. Und er macht nach jedem Fortschritt, nach jeder Kassette macht er eine kurze Selbstreinigung, um einfach für die nächste Kassette wieder fertig zu sein. Ja, ich hoffe, das war mal interessant für euch, so einen Camping-Butler mal zu sehen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr es schon genutzt habt. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da so ein Gerät schon mal genutzt habt, ob ihr damit zurechtkommt oder ob ihr bis jetzt Angst hattet davor. Würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Eins noch für Campingplätze, die interessiert sind, oder Stellplätze. Das Gerät kostet ziemlich genau 12.099 Euro. Bei Camping Butler könnt ihr das ordern, könnt ihr euch quasi auf den Campingplatz stellen. Ihr braucht natürlich Wasser und Stromanschluss und Abwasser, das versteht sich von selbst. Das wäre noch ein Hinweis, wenn Campingplätze sich das anschauen, habt ihr mal gesehen, wie es funktioniert. Ich finde es einen tollen Service von Campingplätze und wird immer wichtiger, glaube ich, weil viele Leute haben ja ein Problem damit, manuell die Kassette zu entleeren. Viele machen das auf keinen Fall, macht es jemand gerne. Und deshalb ist das Gerät wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Investition. Lasst mir ein Like da fürs Video und ein Abo für den Kanal. Bis denn dann.